Ja, guten Morgen, liebe Bloggerinnen und Blogger. Vielen Dank an Johnny und an Markus für die freundliche Einladung. Geht das so mit dem Mikro? Ist vielleicht noch ein bisschen besser? Ja, Markus hat mir die geschichtliche Perspektive von Gutenberg bis heute aufgetragen, wohl um den verkürzenden Blick auf den allerneuesten Hype etwas entgegenzusetzen. Ich nehme den Auftrag gerne an und weite den Rahmen gleich noch ein bisschen aus auf vor-gutenbergianische Zeiten und Zustände. Eine Geschichte erzählt man nicht einfach so, will man nicht die Gefahr des Uferlosen, der Gefahr des Uferlosen erleben. Mein Durchlauf durch die Jahrhunderte hat daher einen Fokus, nämlich gemeinschaftliches Wissen. Im Laufe der Jahrhunderte und Mediengeschichte hat sich der Satz verbreitet, die Masse ist dumm und muss geführt, verführt, an der Nase herumgeführt werden. Das Bild also von Lemmingen wird aufgerufen, triebgesteuert und damit noch keine vollwertigen Homo sapiens. Eine These, auf der noch das Privatfernsehen aufbaut mit seinem Mix aus Gewalt und Sex. In der Tat erzeugen beide, Gewalt und Sex, eine mächtige, triebgesteuerte Kollektivkörpererfahrung. Im Stahlgewitter oder in Kreuzberger Straßenschlachten verschwinden alle Abstufungen und die Beteiligten kennen nur noch das Wir und den Feind. Die Verschmelzung, die Einswerdung mit dem Kollektiv findet sich auch im Sex. Friedrich Kittler zitiert Borges mit dem schönen Satz, alle Menschen sind im schwindelnden Augenblick des Coitus derselbe Mensch. Dabei handelt es sich primär um körperliche Praktiken, aber auch um Wissen, das sich von Sun Tzu und Clausewitz oder im Kamasutra aufschreiben lässt. Doch auch dann wieder muss es im Körper eingeschrieben werden und artikuliert sich in der Handlung, reflektiert sich also nicht unbedingt selbst. Noch ein Beispiel. Als Soziologe lernt man, dass Emil Durkheim diese Disziplin, also die Soziologie, begründete, indem er etwas in die Welt setzte, das er face social, also soziologischen Tatbestand nannte. Selbstmord, sollte man meinen, ist eine höchst individuelle Entscheidung. Doch es stellt sich heraus, dass dieser Verzweiflungs- oder Freiheitsakt des Einzelnen korreliert mit dem Zustand der Gesellschaft als Ganzer. Befindet sie sich in einer Umbruchphase, setzt Regellosigkeit, also Anomie, ein. Und die drückt sich in einer wachsenden Selbstmordrate aus. Aber wie weiß der Selbstmörder, dass er zu einem solchen werden muss, damit der Anomiegrad der Gesellschaft entsprechende Zahl von Selbstmorden erreicht wird? Die These, der ich in diesem Vortrag nachgehen möchte, besagt, das Kollektiv weiß etwas, das mehr ist als die Summe des Wissens der Einzelnen. Wie in dem Überblick gerade zu sehen war, beginne ich also mit dem Gerücht. Die erste Form, die dieses gemeinschaftliche Wissen, das durch Einzelne hindurchgeht, annimmt, ist das Gerücht. Es handelt sich um ein grundsätzlich orales Phänomen, kann aber auch durch alle neu aufkommenden technischen Medien kolportiert werden. Jean-Noël Capferrère, französischer Wirtschaftswissenschaftler und Markenexperte, ist einer der wenigen, die sich systematisch mit dem schwer greifbaren, aber offensichtlich allgegenwärtigen Phänomen beschäftigt hat. Die Ursprünge der wissenschaftlichen Erforschung des Gerüchts liegen in den Propagandastudien des Zweiten Weltkriegs in den USA. Ihr Ziel, die Verbreitung von Gerüchten unterbinden. Die fünfte Kolonne könnte aus Gerüchten Informationen beziehen und noch schlimmer, sie könnte gezielt Gerüchte streuen, die die Bevölkerung demoralisieren. Das ist die Perspektive von oben. Zitat, Gerüchte wirken störend, weil sie eine Information sind, die nicht von der Macht kontrolliert wird. Im Umkehrschluss und von unten gesehen stellen Gerüchte so also eine Gegenmacht zur Autorität dar. Capferrère zitiert als die bekannteste Definition die des US-Soziologen Tamotsu Shibutani von 1966. Zitat,
Gerüchte sind improvisierte Nachrichten, die sich aus einem kollektiven Diskussionsprozess ergeben. Ihm zufolge ist ein bedeutsames und mehrdeutiges Ereignis Auslöser für eine populäre Hypothesenbildung, einen Kommentar, eine Erklärung für etwas, das keine oder keine befriedigende offizielle Erklärung hat. Wieder Zitat: Da es Geheimnisse enthüllt und Hypothesen vorschlägt, zwingt es die Autoritäten zu sprechen. Aber es macht ihnen den Status der einzigen zum Sprechen autorisierten Quelle streitig. Das Gerücht ist eine spontane, unaufgeforderte Wortmeldung. Oft ist es eine oppositionelle Wortmeldung. Offizielle Dementis überzeugen es nicht, als wären offiziell und glaubwürdig nicht mehr ein und dasselbe. Als eine parallele, widersprechende Information ist das Gerücht eine Gegenmacht. Kein Wunder also, dass das Gerücht immer wieder diffamiert wird, zum Beispiel als ansteckende Krankheit der öffentlichen Meinung. Zudem tritt der Mensch nur die nachgewiesen, tritt den Menschen nur die nachgewiesen falsche Information als Gerücht ins Bewusstsein, nicht aber die, die er von jemandem hat, der jemanden kennt, der dabei war. Das Gerücht hat einen schlechten Ruf, zu Unrecht, wie Kapferwehr meint, für den der Begriff nichts über den Wahrheitsgehalt einer Aussage besagt. Im Gegenteil wird der interpersonal verbürgt. Das Gerücht erreicht uns niemals, das ist wieder Zitat, über die Vermittlung von Unbekannten, sondern im Gegenteil von Nahestehenden. Das gesellschaftliche Leben beruht auf Vertrauen. Wahr ist, was die Gruppe für wahr hält. Und diese Wahrheit äußert sich durch das Gerücht. Vertrauen ist hier der Schlüsselbegriff, der uns noch wieder begegnen wird, auch in der Gerüchteküche Internet. Wenn man sich bei Netzpolitik.org oder Spreeblick informiert, weiß man eben, was man hat. Demgegenüber steht der Generalverdacht gegen Gerücht und alle anderen Medien, dass sie mutwillig manipulieren, verfälschen, simulieren würden. Immer wieder wird die Frage gestellt, ob das Internet nicht gefährlich sei, so zum Beispiel in einer Talkshow auf NTV in der vergangenen Woche. Stefan Niggemeier von Bildblock war dort bei Leo Busch zu Gast. Da stehe doch so viel Mist und so viel Falsches drin, selbst in der Wikipedia. Im Studio saß ein Zuschauer mit einem T-Shirt-Spruch: Das Internet lügt. Offenbar um die Tatsache zu ergänzen, das Bild lügt. Das zeigt eine Blindheit für die exakt gleiche Problematik in der Offline-Welt. Auch auf die Wahrheitsfrage werde ich noch zurückkommen. Wir springen zu den Kommunikationsnetzwerken in Paris des 18. Jahrhunderts und von Gerüchten zur öffentlichen Meinung, die damals sowohl nach Foucault wie nach Habermas ihren Ursprung hatte. Robert Darnton, Geschichtsprofessor an der Princeton Universität, verfolgt in seinem Buch Poesie und Polizei 6 aufrührerische Gedichte durch die Polizeiarchive. Bei den untersuchten satirischen Versen gegen den König handelt es sich, wie er schreibt, um einen Fall von kollektiver Schöpfung. Jeder Beteiligte hat Strophen hinzugefügt, andere weggelassen. Die Asservaten überschneiden sich mit anderen Gedichten auf Flugblättern. Vielleicht habe es in Wirklichkeit gar keinen Autor gegeben, sondern nur ein Feld poetischer Eingebung. Die Gedichte wurden auch gedruckt, vor allem aber mündlich in den Kollegs, Salons, Cafés, Clubs, Freimaurerlogen der lateinischen Elite rezitiert und auf den Straßen auf Französisch gesungen. Wie die militärischen Propagandaforscher im Zweiten Weltkrieg war sich auch Ludwig XV. Der Macht der Gerüchte bewusst und ließ die Pariser Ondis sorgfältig überwachen. Nicht zu Unrecht. Zitat: Nachdem sich über Jahrzehnte hinweg Kräfte gesammelt hatte, versetzte die öffentliche Meinung dem 1788 zusammenbrechenden Ancien Regime den Gnadenstoß. So beginnt Dartons Buch. Zu dem poetisch-politischen Feld gehört auch die radikale Kritik an den Zuständen durch Voltaire und die Enzyklopädisten. Das Kompendium allen Wissenswerten wurde damals zur zentralen Infrastruktur der Aufklärung und war zwangsläufig verbunden mit Idealen wie Freiheit und Gleichheit.
Diderot war nicht direkt betroffen, aber zwei seiner Studienfreunde gehörten zu den 14 Verhafteten, deren Spur Danton verfolgt in den Archiven. Mal sehen, wann die Wikipedia das erste Regime zu Fall bringen wird. Oder vielleicht ist es ja schon passiert und ich weiß es noch nicht. Würde gerne darüber hören. Und mit der Meinung allein war es natürlich auch nicht getan. Für den endgültigen Stoß brauchte es dann ein Jahr darauf den Sturm auf die Bastille. 1789 Erklärung der Menschenrechte, 1791 Verkündung der neuen Verfassung, 1792 dann wird Frankreich zur Republik, weil es die öffentliche Meinung so will. Die öffentliche Meinung erscheint somit als eine durch die neue Drucktechnik verstärkte Gerüchteküche und demonstriert das Potenzial eines gemeinschaftlichen Wissens und Wollens als Gegenmacht. Thomas Hobbes' Leviathan erhält 100 Jahre später einen Gegenspieler, Monsieur le Public. Damit sind wir bereits mitten in der Gutenberg-Galaxis, die allerdings von ihrem Namen gar nichts wusste. Den verlieh er erst in der Abenddämmerung der schwarzen Kunst der kanadische Literatur- und Kommunikationswissenschaftler Marshall McLuhan. In seinem Klassiker von 1962, immer noch überaus anregend lesenswert, entwirft er eine Kulturtheorie als prothetische Medientheorie. Der Mensch ist nicht nur das werkzeugschaffende Mängelwesen, sondern spezifisch dasjenige, das seine Sinne durch Technik erweitert. In dem Maße, in dem er das tut, formt er seine Kultur vollständig um. Da ist also zunächst der Mikrokosmos von Johannes Gutenbergs Innovation, von der bei näherer Betrachtung gar nicht recht klar ist, worin genau sie bestand, außer in der Kombination und Verbesserung bekannter Technologie. Das Papier aus China, Öldruckfarben, eine Presse aus der Wandherstellung und vor allem die Metallbearbeitung, das Gießen und Stechen der beweglichen Lettern sowie ihr Satz. Das Produkt, das McLuhan als das erste uniform wiederholbare Konsumgut analysiert, also das gedruckte Buch, formt darauf die mikrokosmische Konfiguration von Text und Leser um. Die Lektüre des typografischen Buches versetzte, schreibt er, den Leser in die Rolle eines Filmprojektors. Der Leser bewegt die Reihen vor ihm liegender aufgedruckter Buchstaben mit der Geschwindigkeit, die es zur Erfassung des Gedankengangs des Autors bedarf. Das steht im scharfen Kontrast zur vorangegangenen Galaxis der Manuskriptkultur. Vom multisensorischen, lauten Lesen in Gemeinschaft zum stillen, individuierten, beschleunigten Lesen, das Auge natürlich schneller ist als die gesprochene Sprache, vom Auditiven, also zum Visuellen, reißt eine Kluft auf von Verstand und Gefühl. Damit entsteht eine neue Gesamtheit der Kultur, eben eine neue Galaxis. Kunst und Wissenschaft, Wirtschaft und Staat, Religion und Gesellschaft. Zitat, das von der Druckseite hergeleitete Postulat homogener Wiederholbarkeit führte, einmal auf alle anderen Lebensgebiete ausgeweitet, allmählich zu all jenen Produktions- und Gesellschaftsformen, denen das Abendland so viel Genugtuung wie auch fast all seine charakteristischen Merkmale verdankt. Die da wären, der uniforme Raum und die Perspektive. Das exakte Messen und das wiederholbare Experiment, die in die Wissenschaft einziehen. An die Stelle des Imperiums der Griechen und Römer mit seinem Zentrum und einer kaum zu kontrollierenden Peripherie zum Nationalstaat, der sich von seinen Grenzen her denkt und entworfen wird auf der Landkarte mit dem göttlichen Blick von oben auf das Territorium. Vom Korporatismus des Mittelalters zum Individualismus, von den Zünften zum kapitalistischen Markt. Der Buchdruck erhöht die Reichweite, die Dauer und sogar noch die Geschwindigkeit des Gerüchts bis hin zu den Tageszeitungen, die im 17. Jahrhundert aufkommen. Für unseren Zusammenhang besonders wichtig sind drei Effekte.
die Reformation und letztlich die Desakralisierung. Die Kirche war das Massenmedium des Mittelalters. Luther übersetzte die Bibel, also das ist hier die 42-zeilige Bibel, die Gutenberg selber gedruckt hat, noch in Latein, aber die Innovation, die dann sich über den Buchdruck verbreitet, ist die Bibel in Volkssprache, im Deutschen. Er ließ sie drucken, damit sie jeder selbst lesen konnte. Damit war zumindest für die Protestanten die Vermittlung des Priesters zu Gott aus der Welt. Aus der Ohrenbeichte wird der stille Dialog, also wieder dieser Wechsel vom Auditiven zum Blick nach innen und nach oben. Damit ist die zunehmende Alphabetisierung verbunden, die notwendig eine Symmetrie von Lesen und Schreiben darstellt. Mit Lawrence Lessig gesprochen, entsteht hier die Read-Write Society. Der gemeinsame Bestand des gedruckten Wissens wird tendenziell allen verfügbar, in Form günstiger Volksausgaben und dann später dank der öffentlichen Bibliothek. Und der zweite Effekt ist der Nationalstaat, der bald als Res Publica verstanden wird. Die Französische Revolution, allen Gerüchten zum Trotz, ist im Wesentlichen ein Druckerzeugnis. Die Vorstellung der Republik, ja nach Benedikt Anderson der Nation überhaupt, bildet sich an der täglichen Zeitungslektüre, ergänzt durch den oralen Kommentar in Café, Wirtshaus und Club. Der dritte folgenschwere Effekt ist ein juristischer. Die Manuskriptkultur bis 1500 legte noch nicht viel Gewicht auf die genaue Identität des Autors. McLuhan, Zitat, seltsamerweise ist es eine auf den Konsumenten ausgerichtete Kultur, die sich um Urheber und Echtheitszeichen kümmert. Die Manuskriptkultur war auf den Produzenten ausgerichtet. Sie war fast durch und durch. Sie war fast durch und durch eine Do-it-yourself-Kultur und achtete natürlich mehr auf die Bedeutung und Brauchbarkeit eines Gegenstandes als auf seine Herkunft. Um Gutenbergs Typendruck, die neue Figur des Verlegers und das Zensurinteresse der Krone wird 1710 in England das erste Urheberrechtsgesetz erlassen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert vervielfachen sich die elektrischen und chemischen Medien. Telegraph, Telefon, Fotografie, Film, Elektrizität selbst wäre zu nennen. Seit der britische Physiker Stephen Gray gegen 1730 gezeigt hatte, dass sich das elektrische Fluidum entlang eines Drahtes fortpflanzen kann, tauchten bereits Spekulationen auf, dass sich damit Information übertragen ließe. Die hohe Geschwindigkeit der Elektrizität sprengte zudem den Denkrahmen der Nation und erweckte die Vorstellung, man könne damit über Tausende von Meilen mit dem Kaiser von China eine Unterhaltung führen. 1834 ermittelte der Engländer Wheatstone eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizität von 280.000 Meilen pro Sekunde. Es wurde deutlich, dass der elektrische Telegraph die ganze Welt umspannen müsse. Bis zu diesem Zeitpunkt blieben alle Netze, Post, Telegraph, Eisenbahn, auf die jeweiligen Nationalstaaten beschränkt. Die schiere Geschwindigkeit der Elektrizität paart sich jetzt mit dem Globalisierungsdruck des Kapitals. 1848 schreibt Marx, das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Für unseren Zusammenhang die folgenreichste neue Konfiguration sind die rundfunkenden Massenmedien. Als Namensgeber für diese Galaxis soll hier Nikola Tesla dienen, den wir hier sehen. Zwar hat Guglielmo Marconi 1909 den Physiknobelpreis für die drahtlose Telegrafie erhalten, war marktüchtiger als Tesla und auch nach McLuhan ersetzte die Marconi-Technik die von Gutenberg. Aber erstens ist gerichtlich erwiesen, dass Tesla und nicht Marconi der Erfinder des Radios war, höchstgerichtlich, Supreme Court in den USA. Und zweitens hat Tesla das Universalgenie des Stroms, das nicht nur das Radio, die Fernbedienung und freie Energie, sondern nach einem seiner Biografen gleich das ganze 20. Jahrhundert erfand, viele gute Gründe auf seiner Seite.
Das Radio war drei Medien. Die Militärs erkannten und nutzten sogleich sein Potenzial. Die High Technology war offen, sodass Amateure in aller Welt sie nicht nur nachbauen, sondern auch weiterentwickeln konnten. Aber nicht nur die Technik-Nerds oder Hacker fühlten sich angesprochen. Für die Zentrum an alle Struktur der Verschaltung drängte sich eine Content-Klasse ganz besonders auf: Propaganda. Linke wie rechte politische Bewegungen nutzten das Potenzial. In den 1910ern gab es zum Beispiel eine starke Arbeiter-Radio-Bewegung. Aus demselben Grund nahmen Anfang der 1920er in vielen Ländern, so auch in Deutschland, die Regierungen das neue Massenmedium in ihre Hand. Zusammen mit der Globalisierung ist diese Massenhaftigkeit dann auch das definierende Merkmal der Tesla-Galaxis, die die Gutenberg-Galaxis vollständig rekonfigurieren wird. Massenkonsum, Massendemokratie, Massenindividualverkehr, dieser bizarre Twitter, Massentourismus, Massenuniversität und so weiter. Das Gute, damit fallen auch die Klassenprivilegien auf Bildung, Politik, Reisen. Massenmediale Ereignisse bieten Stoff für Massengerüchte. Die Ermordung Kennedys, die Mondlandung oder aktuell die Anschläge auf das World Trade Center sind nach der Definition Shibutanis bedeutsame und mehrdeutige Ereignisse, die populäre Hypothesenbildungen auslösen und die herrschende Macht in Frage stellen. Ihre Frühgeschichte als Propagandainstrument setzt für das ganze 20. Jahrhundert die Sichtweise auf die massenmediale Bewusstseinsindustrie. Der Generalverdacht der Uneigentlichkeit der Medien, die nur Zeichen und nicht das Bezeichnete transportieren, mehr noch der Verdacht einer Betrugs- und Manipulationsabsicht, die ihren Machern unterstellt wird. Der Gegenentwurf für die Medien ist, ebenfalls für den Großteil des Jahrhunderts, Bestandteil eines sozialistischen Gegenentwurfs der Gesellschaft insgesamt. Bertolt Brecht, der sich der die Amateur- und Arbeiter-Radiobewegung noch selbst erlebt hat, wusste, dass sich jeder Empfänger unschwer in einen Sender verwandeln lässt. Technisch kein Problem, schrieb Jean Baudrillard 40 Jahre später, und deshalb kein technisches Problem. Brecht forderte 1932, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln, undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Formierung dieser anderen Ordnung. Wir wissen, was ein Jahr später passiert und springen daher ins Jahr 1970, in dem Hans-Magnus Enzensberger den Faden wieder aufnimmt. Als direktes Echo Brechts liest man in seinem Baukasten zu einer Theorie der Medien, Zitat, es ist falsch, Mediengeräte als bloße Konsumptionsmittel zu betrachten. Sie sind im Prinzip immer zugleich Produktionsmittel, und zwar, da sie sich in den Händen der Massen befinden, sozialisierte Produktionsmittel. Der Gegensatz zwischen Produzenten und Konsumenten ist in elektronischen Medien nicht inhärent. Er muss vielmehr durch ökonomische und administrative Vorkehrungen künstlich behauptet werden. Inhärent ihrer Struktur nach seien die elektronischen Medien, und damit meint er keineswegs vernetzte Computer, auch wenn er Timesharing-Computer bereits erwähnt, emanzipatorisch, antisektiererisch, egalitär und interaktiv. Zitat, ein weiteres Charakteristikum der avancierten Medien, wahrscheinlich das Entscheidende, ihre kollektive Struktur. An Mediengeräten wie Tonband, Kleinbild und Schmalfeldkamera fehlt es den Massen nicht, doch habe sich gezeigt, Zitat, dass der Einzelne, solange er isoliert bleibt, mit ihrer Hilfe allenfalls zum Amateur, nicht aber zum Produzenten werden kann. Sein Tun bliebe unpolitisch und borniert, individuelle Bastelei wie die Diapositivserie von der letzten Urlaubsreise. Der Liberalismus behauptete, Medienfreiheit werde sich von selbst einstellen, wenn nur jeder Einzelne fleißig sende und empfange. Dagegen argumentiert Enzensberger,
müsse eine jede sozialistische Strategie der Medien die Isolation der einzelnen Teilnehmer am gesellschaftlichen Lern- und Produktionsprozess aufzuheben trachten. Er bleibt also ganz dem Denken in Massenstrukturen des 20. Jahrhunderts verhaftet, der nur eine kollektive Massenbewegung begegnen kann. Vor diesem Hintergrund stimmt er die damals übliche Diffamierung individueller Produktionen an, die uns heute als kollektive Vernetzung im Internet begegnen. Zitat: Festzuhalten ist gegen solche Illusionen, dass der richtige Gebrauch der Medien Organisation erfordert und ermöglicht. Jede Produktion, die sich die Interessen der Produzierenden zum Gegenstand macht, setzt eine kollektive Produktionsweise voraus. Sie ist selbst bereits eine Form der Selbstorganisation gesellschaftlicher Bedürfnisse. In der Tat stellt sich auch heute noch die Frage nach Organisationsformen, Entscheidungs-, Konfliktlösungsstrategien, zum Beispiel, die der freien Software angemessen sind oder der Herstellung von Wikipedia und so weiter. Da fordert er vom Autor, dass er sich selber als Spezialisten überflüssig zu machen habe. Zitat: Der Autor hat als Agent der Massen zu arbeiten. Gänzlich verschwinden kann er erst dann in ihnen, wenn sie selbst zu Autoren, den Autoren der Geschichte geworden sind. Doch der Text ist vielschichtiger als simple Parteipropaganda, die er ohnehin nicht macht. Es geht um eine sozialistische Bewegung, nicht um eine sozialistische Partei. Für Enzensberger hatte die sozialistische Bewegung schon damals seit geraumer Zeit einen toten Punkt erreicht. Hinweise zur Überwindung dieses Zustands könnten netzartige Kommunikationsmodelle liefern, die auf dem Prinzip der Wechselwirkung aufgebaut sind. Eine Massenzeitung, die von ihren Lesern geschrieben und verteilt wird, ein Videonetz politisch arbeitender Gruppen und so weiter. Damit sagt er das Spektrum der Gegenmedien der 1970er und 80er Jahre voraus, den Informationsdienst unterbliebener Nachrichten, freie Radios, Videogruppen, kaum freies Fernsehen. Also in den Niederlanden hat es Projekte gegeben, Kabelfernsehsysteme zu hacken und dort Signale einzuspeisen. In Indien, in anderen Entwicklungsländern gibt es das auch. Aber durch den immensen Produktionsaufwand hat es nie den Umfang erhalten wie freie Radios. Besetzte Häuser, natürlich gehören auch dazu Graffiti-Botschaften an den Wänden der urbanen Umwelt. Auch Enzensbergers Aussagen zum geistigen Eigentum, immer noch 1970, sind verblüffend weitsichtig. Das Zeitverhältnis der neuen Medien sei dem der bürgerlichen Kultur, die Besitz will, also Dauer, am liebsten Ewigkeit, völlig konträr. Die Medien stellen keine Objekte her, die sich horten und versteigern ließen. Sie lösen geistiges Eigentum schlechthin auf und liquidieren das Erbe, das heißt die klassenspezifische Weitergabe des immateriellen Kapitals. Damit ist nicht gesagt, dass sie geschichtslos wären. Sie erlauben es im Gegenteil zum ersten Mal, historisches Material so zu fixieren, dass es jederzeit vergegenwärtigt werden kann. Doch ist das Gedächtnis, Zitat, das sie bereithalten, nicht einer gelehrten Kaste vorbehalten, es ist gesellschaftlich. Die gespeicherte Information steht dem Zugriff aller offen und dieser Zugriff ist ebenso augenblicksbestimmt wie die Aufnahme. Es genügt das Modell einer Privatbibliothek mit dem eines vergesellschaftlichten Speichergerätes zu vergleichen, um den strukturellen Unterschied beider Systeme zu erkennen. Was immer er damit gemeint haben mag, weil das Internet kann es noch nicht gewesen sein. Heute hören wir darin Napster und YouTube. Gemeinschaftliches Wissen war bislang vogelfrei. Tatsächlich kommen im selben Geist aber lange vor GPL und Creative Commons die ersten expliziten Genehmigungen zur freien Verwendung auf. Damit entsteht zum ersten Mal eine nachhaltige Wissensallmende. Woody Guthrie sang in den 1930er Jahren Hillbilly-Songs in einer kleinen Radiostation in Los Angeles. Auf Anfrage verschickte er an Hörer ein hektografiertes Songbook mit diesem Vermerk, den man, glaube ich, lesen kann. Oder soll ich das vorlesen, übersetzen? Ist zu lesen? Ja?
Okay. So, this song is copyrighted in US under seal of copyright number 154085 for a period of 28 years. And anybody caught singing it without our permission will be mighty good friends of ours, cause we don't give a darn. Publish it, write it, sing it, swing to it, yodel it. We wrote it, that's all we wanted to do. Ab 1958 veröffentlichte die Situationistische Internationale ihre Publikationen mit diesem Urheberrechtsvermerk. All text published in Situationist International may be freely reproduced, translated and edited, even without crediting the original source. Also nicht mal die Namensnennung wird hier, das by wird hier vorgeschrieben. Gut, hier steht die Lizenz auf dem Buchtitel. Das ist ein Projekt aus Brasilien, entwickelt von einem Xerox-Künstler Arthur Matuk. Es handelt sich nicht im eigentlichen Sinne um eine Lizenz, sondern er hat sich das als ein Erlaubniszeichen vorgestellt, was ähnlich wie das C im Kreis von der WIPO dann international standardisiert wird. Und hier an der Seite steht die Beschreibung, also was man damit machen darf. Also man muss den Autor nennen, man darf die Integrität des Werkes nicht verletzen, also in Creative Commons Terms wäre das eine by non-commercial, das ist der letzte Punkt hier unten, not for exploitation, non-commercial and non-derivative license. Im Kontext von Photocopy Art natürlich eine verständliche Vorstellung, dass hier eine Auseinandersetzung mit dem Urheberrecht stattfindet. Im Jahr 2000 könnte ich bitte mal etwas Strom bekommen hier auf die Steckdose, sonst ist nämlich gleich duster. Ja. Yeah. Im Jahr 2000 liest Enzensberger seinen 30 Jahre alten Text wieder und lässt wenig davon bestehen. Hinzugekommen ist das Internet. Was bleibt, ist das Thema der Zensur und der Kontrolle durch Regierungen. Die werde im Internet unmöglich durch das schiere Volumen des Verkehrs, durch Informations-Overkill. Alle reden, und zwar Banales. Zitat, 99,999% aller Botschaften sind allenfalls für ihre Empfänger von Interesse und selbst das ist noch übertrieben. Und er verweist auf Kurzwellenamateure, Graffiti, offene Fernsehkanäle, kaum anderes als öde Vereinsmeierei und hilfloser Exhibitionismus. Okay. Eine Entwicklung, die in der interaktiven Talkshow und im Chatroom ihre Krönung fand. Den allgemeinen, unbeschränkten Zugang zum Netz sieht er als zweifellos einen seiner größten Vorzüge. Doch auch der habe gravierende Nachteile und wirft einen neuen Manipulationsverdacht auf. Zitat, wer der Autor einer E-Mail oder einer Webbotschaft ist, lässt sich schwerlich ausmachen. Aber mit dem Autor schwindet auch die Autorität. Nicht nur kann jedermann publizieren, jeder kann theoretisch auch in den Text des anderen eingreifen, ihn kopieren, ergänzen, umschreiben, plagiieren oder fälschen. Tja. Interessant. Gar nichts mehr. Kommt noch nichts an. Wir kommen zum bislang letzten grundlegenden strukturellen Wandel der Wissensordnung, der
wieder eine vollständige Konfiguration kultureller Praktiken, der wirtschaftlichen Beziehungen, politischen Rahmensetzungen, der technologischen Trajektorien bewirkt. Er trägt den Namen des Mathematikers Alan Turing, der 1936 die universelle Maschine erdachte. Die Turing-Galaxis steht für den Klimax der bisherigen Medienentwicklung, für die Implosion aller Medien im Universalmedium. Das brauchte allerdings seine Zeit, bis es zum Vorschein trat. Anfangs war der Computer genau das, ein Rechner, ein beschleunigter, erweiterter Abakus. Schade, jetzt, ich kann das nächste Bild zeigen, aber machen einfach weiter. Wie bei der Milchstraße, von dem wir Teil sind, können wir das Ganze nur von einem Punkt, könnten wir das Ganze dieser Turing-Galaxis nur von einem Punkt jenseits der Turing-Galaxis sehen. Dennoch lassen sich bereits einige Aussagen treffen. Das Turing-Medium vereinigt die Funktionen Speichern, Übertragen und Verarbeiten in sich. Es ist also ein aktives oder gebräuchlicher interaktives Medium. Eine Tatsache, die auch 2007 noch so verblüffend ist, dass das DEF, das Dutch Electronic Arts Festival, das parallel jetzt zur Republika in Rotterdam stattfindet, den Titel Interact or Die trägt. Bisschen angestaubt, aber gut. Dabei geht es zum einen um die Interaktion von Mensch und Maschine. Für unsere Frage nach dem kollektiven Wissen ist damit der Werkzeugkasten für den digitalen Wissensraum angesprochen, also Speichern, wieder auffinden dank Suchmaschinen, Verknüpfungen durch Data Mining, mithilfe von Metadaten, Editieren, Versionierung. Wichtiger ist jedoch die Interaktion von Menschen mithilfe von Computern. Anders als die Punkt-zu-Punkt-Medien bis dato erlaubt der vernetzte Computer Gruppenkommunikation und damit Formen von zeit- und ortsunabhängiger Zusammenarbeit, die kooperative Erstellung von Werken wie freie Software und Wikipedia oder der vernetzte Dialog in der Blogosphäre. Damit hat die Analyse der Turing-Galaxis eigentlich erst begonnen. Aber da das ja Thema der folgenden drei Tage ist, kann ich an dieser Stelle enden. Und zwar mit vier Punkten für die weitere Diskussion. Freiheit. Erstens. Die Produktions- und Distributionsmittel stehen im Prinzip allen zur Verfügung. Die weitere Voraussetzung für diese Form von Zusammenarbeit ist der freie Austausch von Ideen, Klängen, Bildern, Softwarecode und Texten. Drei Wege führen zu dieser Freiheit. Die schmalen Freiheitsfenster des Gesetzes, Schranken genannt, wie das Zitatrecht oder die Privatkopie. Diese sind bei jeder Urheberrechtsnovellierung erneut in Gefahr und müssen daher verteidigt werden. Zweitens, Freilizenzierung, die eine nachhaltige Wissensallmende erzeugt. Die GNU-GPL schreibt ja bekanntlich nicht nur vier Freiheiten vor, sondern auch eine Auflage, Reziprozität. Du benutzt mein Werk unter bestimmten Bedingungen, also erwarte ich, dass du deine Änderungen mir unter den gleichen Bedingungen auch wieder zur Verfügung stellst. Dabei handelt es sich keineswegs nur um Kosmetik, sondern um eine für die Motivation der Kooperateure entscheidende Wirkung nach innen und nach außen, wie auf Harald Weltes Site gpl-violations.org nachzulesen ist. Und drittens, Piraterie, also den im sich entwickelnden, also dem überwiegenden Teil der Welt, vorherrschenden Weg, sich Freiheiten einfach zu nehmen. Für das Remixen von Werken, die nicht ausdrücklich dafür lizenziert sind, das von der Turing-Technologie nahegelegt wird und immer mehr zunimmt, ist allerdings keiner der drei eine wirkliche Lösung. Man darf gespannt sein, was Larry Lessig in seinem Buch dazu vorschlagen wird. Ein Buch, das er jetzt gerade hier in Berlin schreibt. Zweiter Punkt, Wahrheit. Auch wenn die Simulationsthese ihren Zenit überschritten hat, stellt sich im Wissensraum weiterhin die Frage nach der Wahrheit. Die ist natürlich nicht einfach so da. Zur Annäherung an die Wahrheit haben sich verschiedene Verfahren herausgebildet, das Experiment, die Messung und Visualisierung der Messdaten, der mathematische Beweis, vor allem aber Verfahren zur wechselseitigen Überprüfung der Aussagen.
Experimentaldaten können manipuliert werden, Visualisierungen durch spektakuläre Farbeffekte widersprechende Details überdecken. Mit anderen Worten, auch in der Wissenschaft wird betrogen. Wenn es keinen externen Garanten für Wahrheit gibt, kann sie sich nur im sozialen Prozess ihrer Erzeugung verbürgen. Womit wir wieder beim Vertrauen wären. Das ist gut, aber Überprüfung ist besser. Dazu dient in der Wissenschaft der formalisierte Peer Review. Auch der hat seine Probleme, auch der kann manipuliert werden. In der Open Access Bewegung werden Lösungen für einen offenen Peer Review dafür erprobt. In der Wikipedia stellen sich ähnliche Herausforderungen nicht in Bezug auf die Neuschaffung von Wissen, sondern auf die Sammlung konsensuell abgesicherten Wissens einschließlich seiner Widersprüche. Martin Haase wird auf dieser Konferenz noch darüber sprechen. Und allgemeiner finden sich immer mehr Schüler und Studierende, die an einem fröhlichen Plagiarismus ihre Aufsätze aus der Wikipedia und was Google sonst noch so zutage fördert, zusammenkopieren. Es ist dies ein Symptom dafür, dass wir die tiefgreifenden Umbrüche in der Wissensordnung noch nicht bewältigt haben. Lyotard schrieb einst zu Recht, wenn auch vor der Zeit, dass wir heute Spiele mit vollständiger Information spielen. Es käme nicht darauf an, neue Antworten zu finden, weil die sind alle schon gegeben, sondern neue Fragen. Die erste Aufgabe ist es also, gemeinsam bessere Verfahren zur konsensuellen Wahrheitsfindung zu entwickeln. Vertrauens- und Reputationsmetriken sind dafür ein interessanter Ansatz. Drittens, Kollektivität. Wir haben gesehen, dass mit der Gutenberg-Galaxis der Korporatismus des Mittelalters in einen Individualismus überging. Die Tesla-Galaxis brachte eine Vermassung, auf die eine kollektive sozialistische Bewegung antwortete. Nach deren Ende stellt sich heute die Frage nach einer Turing-gemäßen konnektiven Organisation im Netz, wo also nicht kollektiv eine Willensäußerung kumuliert und gebündelt nach außen getragen wird, sondern wo in einem Netzwerk jeder einzelne Knoten einen qualitativen Beitrag leisten kann. Die Masse ist dumm und muss geführt werden, wissen alle Führer dieser Welt. Aber auch der Volksmund, also diese Masse selbst, weiß, viele Köche verderben den Brei. Wenn alle mitreden dürfen, kommt bestenfalls der kleinste gemeinsame Nenner heraus. Auch wenn wir Beispiele wie die freie Software in Wikipedia vor Augen haben, ist die Widerlegung dieser Aussage nicht trivial. Zunächst ist der Satz, die Masse ist dumm, umzuformulieren in, es gibt dumme Menschen. So weit, so einfach. Aber die anschließende Frage, wie die Wirkung dieser dummen Menschen zu neutralisieren wäre, ist es nicht. Die Gefahr besteht, dass die öffentliche Meinung, angeheizt von Bild, Fox News oder wie die Hetzmedien auch jeweils heißen, die Abschaffung sämtlicher hart errungener Grundrechte fordert. Das Gerücht kann sich an Fremdenhass und Sündenbockzuweisungen genauso entzünden wie an der Kritik der Macht. Wie bei der Frage nach der Wahrheit, also dem, was ist, kann auch die Frage, was sein soll, nur in einem immanenten, selbstorganisierten Prozess gefunden werden. Die Herausforderung ist es hier, die öffentliche Meinung, die Gerüchte, die Meme, einerseits gegen Demagogen, Neonazis, Kriegstreiber, Fanatiker und andere dumme Menschen zu härten und sie andererseits politisch wirksamer zu machen. Politik ist offensichtlich im Umbruch. Das heißt nicht unbedingt, dass die repräsentative Demokratie mit Parlamenten aus gewählten Abgeordneten durch eine Form der direkten Demokratie oder Ähnliches ersetzt würde. Aber heute schon haben wir einen Multi-Stakeholder-Ansatz. In allen Gremien sind NGOs dabei. Nicht zufällig hat der WESIS, der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, also der erste globale Versuch der Bewältigung der digitalen Revolution, dazu beigetragen. Der nächste Schritt, denke ich, wird es sein, individuelle Artikulationen von Bürgern im politischen Prozess wirksam zu machen. Dabei kommt der Blogosphäre natürlich eine zentrale Rolle zu. Für Lösungen braucht es sicher auch noch bessere Werkzeuge, aber wie in der Wissenschaft steht der soziale Prozess im Vordergrund. Und meinen letzten Punkt habe ich überschrieben mit 1 Milliarde Köpfe. Wissen rettet Leben, ernährt Menschen und befähigt sie, ein sinnvolles Leben zu führen und am gemeinsamen Reichtum der Kultur teilzunehmen. Die wichtigste Aufgabe, vor der wir heute stehen, lautet daher, wie können wir die
eine Milliarde von uns, die heute online sind, die anderen 5,5 Milliarden, die es noch nicht sind, an dem Wissen, das wir unter unseren Fingerspitzen verfügbar haben, teilnehmen lassen? Wie können wir dieses globale Gehirn, die verbesserte Wissenschaft und den optimierten politischen Prozess dafür einsetzen, Hunger und Unterdrückung aus der Welt zu schaffen? Das mag über den Anspruch dieser Konferenz hinausgehen, aber ich denke, wir sollten es bei unseren Gesprächen in den kommenden 3 Tagen zumindest im Hinterkopf behalten. Mein Abstract endet mit dem Satz: Wir haben gerade erst angefangen, uns im Offenen zu orientieren, und damit endet auch mein Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.